Hallo und willkommen hier zurück zum nächsten Part. Wir gehen dann mal nach Klein-Venedig. So, das wäre dann da zum Waffenladen. Oh, im Anzug mit Blumen. Hübsch, hübsch, Boso. Ah, Rufus, da bist du ja. Bleiben Sie, wo Sie sind. Mein Optiker kann Karate. Aber Rufus, ich bin es doch, Boso. Siehst du behämmert gut aus. Meinst du nicht, dass der Hut ein dickes Gesicht macht? Außerdem zwicken die Rüschen im Schritt. Das gehört so. Genau richtig für ein Date. Rieche ich da sogar Aftershave? Das ist Anti-Wolf-Spray. Gut, da denkt jemand mit. Es kann losgehen. Ich weiß nicht. Meinst du wirklich, dass das eine gute Idee ist? Was machen wir hier noch gleich? Das frage ich mich langsam auch. Die Idee war wohl, dass ich versuche, mich mit meiner Bambina zu versöhnen. Das kann ja nur in die Hose gehen bei deinen Seeräubermanieren. Eigentlich weiß ich genau, was ich ihr sagen muss. Ich mache mir mehr Sorgen um ihre Manieren. Das letzte Mal hat sie mit einer Axt nach mir geworfen. Verstehe. Daher auch das Holzbein. Was für ein Holzbein denn? Haha, so kenne ich meinen Piraten. Welches Holzbein? Welche Haken hat? Mit der Augenklappe kannst du sie eh nicht sehen, nicht wahr? Versuchst du mir etwa, wenn auch auf ziemlich bizarre Weise, Mut zu machen? Ach, ich weiß nicht so recht. Na klar, das wird super. Das letzte Mal, als du das gesagt hast, bin ich auf einen Riff gelaufen. Aber der Ausblick war doch einmalig. Komm schon, Riesenbaby. Herrje, worauf habe ich mich da eingelassen? Das, glaube ich, wird interessant. Und lustigerweise sieht er irgendwie gehören. Wie aus wie Krunk. Muss ich euch noch sagen, dass ich euren Opa nicht erschossen habe? Zumindest nicht. Was? Boso? Bist du es wirklich? Nein. Los, komm rein. Ich will nicht schon wieder die Leiche eines Lärmschutzbeauftragten im Kanale entsorgen müssen. Komm schon! Und jetzt verrätst du mir, wo du die ganze Zeit gewesen bist. Ich war unterwegs und, was hast du mit der Machete vor? Jetzt beruhig dich doch. Freust du dich denn gar nicht, mich zu sehen? Mit dem Laserstrahl! Komm schon, Bambina. Du weißt doch genau, wie das läuft. Erst bist du wütend, aber sobald ich diesen einen Satz sage, was ist das? Jetzt? Oh, das ist doch nicht zu fassen. Bei dem Lärm versteht man ja sein eigenes Wort nicht. Ich denke, es ist besser, du gehst jetzt. Aber... Raus, sofort! Tja, ich hab dir doch gesagt, dass... Psst, ich hör da was. Ach nein, Waschlappen können ja gar nicht sprechen. Okay, wir müssen es irgendwie anscheinend hinbiegen, dass unser Kollege hier nicht zum Singen kommt. Na super, jetzt ist das Rohr zu, aber gebracht hat es mir gar nichts. Ich lasse es wohl lieber erstmal auf und behalte das für den Fall der Fälle im Hinterkopf. Oh, ich bin gerade sowas von überfragt, was ich da machen soll. Okay, ich brauche Hilfe, Boso. Wie sollen wir das hinkriegen? Oh je, Rufus. Glaubst du etwa immer noch, dass das eine gute Idee ist? Du willst doch nicht etwa schon aufgeben, oder? Um genau zu sein. Komm schon, einmal noch. Nee, du sollst jetzt... Verfluchter Hausierer! Wann lernt ihr es endlich? Wer seine Beine vollzählig macht, soll ich überspring das mal kurz. So, nochmal geskippt. Mir sind allerdings zwei Sachen aufgefallen. A. In dieser Gasse blinken mich 10.000 komische Augenpaare an. B.
Der Typi hat einen Notenständer und hinten so einen Kasten, der Ähnlichkeit mit dem Airbag-Kasten hat bei Docs Werkstatt. Irgendwas müssen wir wahrscheinlich eh wieder basteln. Oh je, Rufus. Glaubst du etwa immer noch, dass das eine gute Idee ist? So. Du hast es einfach nicht drauf. Ich konnte nichts dafür. Das war dieser Gondoliero. Sein Gedudel hat die ganze romantische Stimmung kaputt gemacht. Hoffentlich taucht er nicht noch einmal auf. Sollen ihn die Schrottkrabben holen? Genau. Was für Dinger? Na, Schrottkrabben. Das sind diese Parasiten, die sich im Treibgut einnisten. Die Biester sind eine richtige Plage. Man sagt, sie seien an Bord irgendwelcher Transportkisten auf den schwimmenden Schwarzmarkt gelangt. Ach so, du meinst Schrottkrabben. Vergiss die Viecher. Wer braucht schon eine Parasitenplage, wenn er Rufus hat? Kümmer du dich mal um deine Bambina. Um diesen Gondoliere kümmere ich mich. Meinst du wirklich, dass sich dieser ganze Aufwand lohnt? Eigentlich habe ich gerade was Besseres zu tun. Kein Problem. Dann warte ich hier noch einen Augenblick. Nutz doch die Zeit, um über deine Fehler nachzudenken. Er ist schon ein richtiges Arsch. So, lass mal überlegen. Wir haben jetzt viele Informationen bekommen. Wir haben Informationen über Schrottkrabben bekommen. Wir haben Docs Werkstatt darüber, hier in diese Seitengasse. Da kommt das raus. Die da ist meine leer, Kiste. Wenn man mal von dem ganzen Ungeziefer absieht. Greifen wir da mal rein. Oh, verstecken. Okay. Schrottkrabben. Es scheint sich um eine Schrottkrabbenkolonie zu handeln. Goldig. Müssen wir jetzt nur anlocken. Das über ein Lied wahrscheinlich. Da weiß ich, dass wir bei unserem Zwerggnom hier in der Jukebox mehrere Auswahlmöglichkeiten hatten. Und da war doch das Paarungslied der Schrottkrabben dabei. So, das hätte ich doch mal gerne, du Gnom. Hey! Finger weg! Ach ja? Was willst du machen? Mit dem Fuß aufstampfen und mein erstgeborenes Kind stehlen? An deiner Stelle würde ich mein Maul nicht so aufreißen. Ich bin in der richtigen Höhe, um dein erstgeborenes Kind pränatal abzutreiben. Ich muss mal weiter. Ich bekomme Nackenschmerzen, wenn ich zu lange nach unten gucke. Oh, das war echt mies. Heißt, wir brauchen Ablenkung. Ablenkung, Lenkung, Lenkung, Lenkung. Er kann nicht spielen, wenn kein Strom da ist. Das wäre... Salz, Zucker, meine ich, haben wir immer noch. Probieren wir es damit. So, der wäre erstmal defekt. In der ganzen Verwirrung. Der pennt sogar jetzt. Hopp. Oh. Da fährt er die Treppe runter. Ich glaub's ja nicht. Nichts passiert. Und jetzt leise. Hups. Perfekt. Gut gemacht, Rufus. So. Jetzt muss ich dem Knirps nur noch das Papier überhändigen. Oder daran machen. Ich probiere mir den Notenständer. Wie wär's, wenn du mal zur Abwechslung was anderes spielst? Hier. Das Paarungslied der Schrottkrabben. Ein Magnifico. Endlich eine Canzone. Molto romantico. Und solange sind keine Schrottkrabben in die Nähe, ist non pericoloso. Mille grazie. Okay. Probieren wir es mal erneut. Vielleicht haben wir es ja jetzt geschafft. Oh je, Rufus. Glaubst du etwa immer noch, dass das eine gute Idee ist? Du willst doch nicht etwa schon aufgeben, oder? Um genau zu sein. Komm schon, einmal noch. Verfluchte Hausierer! Wann lernt ihr es endlich? Wer seine Beine vollzählig macht, sollte niemals... Du schon wieder? Los, komm rein! Komm schon! Du hast Nerven, hier nochmal aufzutauchen! Ich bin wie ein Bumerang. Moment, das war kein Vorschlag.
Komm schon, Bambina. Können wir das nicht überspringen? Ich muss nur meinen Satz sagen und schon. Wenn ich mich nicht täusche, sind Schlappraben in unserer Uhr. Es quietscht und knarzt in einer Tür. Getrappe, geklirre, wenn ich mich nicht irre, sind Schrottgraben im Tempelgraf, dahin ist mein Schlaf. Katappe, 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 bla bla bla. Oh. Falsches Rohrende. Nicht schon wieder. Wie soll man sich bei dem Gejaule denn konzentrieren? Also, ich finde es romantisch. Raus, sofort! Gut, das lief immer noch nicht ganz geplant. Aber da hinten sind Schrottklappen. Krabben. Denen scheint dieses Gejaule tatsächlich zu gefallen. Was irgendwie Sinn macht. Immerhin haben sie keine Ohren. Ich glaube, ich mache mal das Ventil zu. Ich hab sie. Jetzt haben wir sie gefangen. Na, ihr kleinen Wusels, genießt ihr euer neues Zuhause? Lass das! So, jetzt müssten wir nur noch den Gondoliere irgendwie kriegen. Wie machen wir denn das? Mal kurz die Hilfe etwas benutzen. Gehen wir mal Doc Werkstatt. Da haben wir die Airbag-Kiste. Noch ein neuer Airbag. Wie viele Ersatz-Airbags hat Doc denn nur auf Lager? Ha. Was haben wir hier zum Apotheker? Eine Rohrweiche. Das rote Rohr führt in Richtung Klein-Venedig. Das grüne ins Herz des Industriegebietes. Und das gelbe in diese dunkle Gasse da. Ah. Also durch das Gelbe sind sie ins Rote gegangen, nach Klein-Venedig, und das Grüne ist beim Dock. Dock, Dock, Dock. Wo geht das Grüne hin? Beim Dock, wo mal... Direkt zum Airbag-Kasten. Jawohl, ja. Die Idee hat sogar gestimmt. So. Jetzt haben wir es aufs Grüne gewechselt. Jetzt lassen wir sie dann mal wieder frei. Ich hoffe, sie laufen von alleine. Jetzt muss ich nur überlegen. Über Docs Werkstatt kommen wir nach Klein-Venedig. Beziehungsweise zum Waffenladen. So, machen wir auf. Lauft! Ihr seid frei! Aber nicht verlaufen. Tatsächlich, ab in den Airbag-Kasten. Ha! Perfekt. Kann man die jetzt mitnehmen? Ah, ich war doch richtig. Die Schrottkrabben haben sich in der Ersatz-Airbag-Kiste angesiedelt. Hm, niedlich. Dann sollten wir ihn vielleicht dazu bringen, dass er sich wieder ein Airbag holt. Das haben wir ja schon mal geschafft. Indem wir vorne dagegen getreten haben. Ja. Komm schon, Rufus, bisschen schneller. So. Stoßstange. Zack. Ancora? Ah, stupido, stupido, cazzo idiota! Ach ja. Sehr schön. Und dann müssen wir das Ganze wieder ein klein wenig mal ausprobieren. Boso, du darfst erneut. Oh je, Rufus. Glaubst du etwa immer noch, dass das eine gute Idee ist? Du willst doch nicht etwas schon aufgeben, oder? Um genau zu sein. Komm schon, einmal noch. Verfluchte Pfadfinder! Ihr werdet eure Penetranz noch schwer bereuen, wenn ich erst einmal rausgefunden habe, warum die Selbstschussanlage... Du schon wieder? Los, komm rein! Komm schon! Du hast Nerven, hier nochmal aufzutauchen. Ich bin wie ein Bumerang. Moment, das war kein Vorschlag. Komm schon, Bambina. Können wir das nicht überspringen? Ich muss nur meinen Satz sagen und schon.
Dusche. Wenn ich mich nicht täusche, sind Schlappraben in unserer Uhr. Es quietscht und knarzt in einer Tür. Getrappe, geklirre, wenn ich mich nicht irre, sind Schrottgraben im Tempelgraf, dahin ist mein Schlaf. Okay, ich glaube, es funktioniert nicht. Ich kann so nicht bannen, du, wenn ich mich nicht verrennen, du, sind Schrottkrabben in unserer Uhr, was treiben die da drinnen? Hörst du die Geräusche, wenn ich mich nicht täusche? Sind acht noch Stunden später Schrottkrabben im Chronometer. Dahin mit der Ruhe, wenn ich mich nicht vertue. Schrottkrabben im Zeitmessgerät und langsam wird es wirklich spät. Woher kommen jetzt plötzlich die Trompeten und Geiger? Na, was soll der Dreck? Ich will hier weg, ich dreh vor am Zeiger. Es geht mir auf den Wecker, schon seit Stunden lieg ich wach. Ich glaube, Munte Hochzeit morgen fällt erstmal flach. Oh, nicht schon wieder. Wow. Was für ein Anblick. Los, Bozo, sag es. Oha, jetzt wird's interessant. Hey, Puppe, kommst du öfter hier? Oh, Bozo. Wow. Wow, 6 Worte und doch das Tor zu einer neuen Welt. Aber echt, also das Lied fand ich jetzt mal echt geil. Schade, dass der Contagieri jetzt irgendwie tot ist. Naja, sehen wir uns wieder im nächsten Part. Bis dann, Leute.